die Südtiroler Speckknödel. Das ist das typische Gericht, was die Bauern früher fast jeden Tag hatten. Hier habe ich schon alles ein bisschen vorbereitet. Zuerst tue ich die Milch in die Schüssel. So. Dann kühlen wir das schön auf. Die Milch soll küchenwarm sein, nicht heiß und auch nicht vom Kühlschrank, einfach ganz normale Milch. Gell? Schütten die Milch über das Brot. Und bei den Rezepten dürft ihr nie schauen, wie viel Milch es braucht. Weil das Brot ist einmal härter, einmal ist es weicher. Deshalb ist es dann, braucht es einmal ein bisschen mehr Milch, einmal ein bisschen weniger Milch. Gell? Das knetet man dann schön ins Brot rein, die Milch, und lassen das schön ziehen. Inzwischen geben wir dann die Zwiebel ins Öl und bräunen die so goldgelb ab. Den Speck geben wir aufs Brot und das Öl schütten wir dann über den Speck drüber, weil sonst verbrennt der Speck. Gell? Einfach so Speckreste, was ihr habt. Gell? Geben wir ein bisschen Schnittlauch rein. Ein bisschen Salz. Gell? Braucht nicht viel, weil der Speck und das Brot ist ja schon gesalzen, deshalb braucht nur ganz wenig. Gell? Den heißen Fett schüttet man so ein bisschen über den Speck. Gell? Seht, jetzt kommt richtig das Aroma raus vom Speck. Gell? Das kann man dann so richtig durchkneten. Gell? So, und jetzt noch ein bisschen Mehl dazu, so dass es bindet. Einfach so eine Handvoll Mehl, das braucht nicht viel, so 2 Löffel. Das ist genug. Gell? Dann nochmal drunter kneten und dann ist der Teig eigentlich schon fertig. Einfach so ein bisschen Teig in die Hand, nicht zu groß. Zusammendrücken. Gell? Und dann schön rollen. Super macht ihr das. Und die dürfen auch kochen, gell? Das ist nicht wie bei den Kartoffelknödeln, dass man die ziehen lässt. Die können auch kochen, gell? Die sind so groß. Seht ihr, wie groß die noch werden, gell? Das ist halt nicht ganz... Ja, jeder wie es gerne hat.